Im heutigen Video geht es um den Respirationstrakt, auch eine sehr häufige Prüfungsfrage. Schauen wir es uns gemeinsam an. Wir haben im Thoraxraum unsere Lungen. Die Lungen bestehen aus zwei Flügeln, einem linken, einem rechten. Und jeder dieser Flügel hat Lappen, auf der rechten Seite 1, 2, 3, auf der linken Seite 1, 2. Und in der Mitte liegt natürlich das Herz im Mediastinum. Schauen wir uns die Atemwege an. Das ist auch immer Teil der Prüfungsfrage zum Respirationstrakt. Bei den Atemwegen bitte aufpassen. Je nach Nomenklatur unterscheidet sich das ein bisschen, was zu den oberen und was zu den unteren zählt. Bei manchen ist die Trachea oder die Bronchien noch dabei, bei anderen nicht. An dem soll jetzt aber eine Prüfung nicht scheitern. Im Großen und Ganzen, was zählt zu den Atemwegen? Die Nase, die Nasennebenhöhlen, also der Nasenrachenraum. Dann geht es weiter eben zum Pharynx, zum Rachen. Danach haben wir den Kehlkopf, Larynx. Danach kommen wir hier in die Luftröhre, Trachea. Die Trachea besitzt, das sieht man hier, Knorpelspangen aus hyalinem Knorpel, damit die Trachea nicht kollabiert. Wenn wir jetzt hier unsere Lungenflügel wegnehmen, dann haben wir hier dann einen Blick auf die Aufspaltung der Trachea in die Hauptbronchien, und zwar in den rechten und linken Hauptbronchus. Die Bronchien verzweigen sich weiter in die Lappenbronchien, Segmentbronchien, Endbronchien, und ganz zum Schluss haben wir die kleinen Bronchiolen, also die respiratorischen Bronchiolen, Bronchioli respiratorii, und am Ende sitzen die Lungenbläschen, die Alveolen. In den Alveolen findet natürlich der Gasaustausch statt. Wir kommen vom Herzen mit den Lungenarterien, die sind sauerstoffarm, zur Lunge, holen den Sauerstoff und gehen über die Lungenvenen zurück zum linken Vorhof. Aufpassen, die Definition einer Arterie heißt vom Herzen weggehend. Was machen jetzt unsere Atemwege? Wie sind sie aufgebaut? In den Atemwegen, also zum Beispiel in den Bronchien und so weiter, finden wir ein respiratorisches Flimmerepithel. Das Flimmerepithel kann die Atemluft von Schmutzpartikeln, von Staub befreien. Da gibt es auch einen respiratorischen Schleim, der hier dafür sorgt, dass die Atemwege geschützt sind. Die Atemwege an und für sich wärmen die Atemluft an, reinigen sie. Es kommt den Atemwegen eine immunologische Funktion zu, natürlich der Abwehr von Keimen, die hier potenziell eindringen können. Die Atemwege bis hin zu den Bronchien, Bronchiolen zählen zum sogenannten Totraumvolumen. Das heißt, dieser Abschnitt des Respirationstraktes nimmt nicht am Gasaustausch teil, nur eben hier die kleinen einschichtigen Alveolen, die kleinen Lungenbläschen, wo tatsächlich durch Diffusion Sauerstoff und CO2 ausgetauscht werden. Die Lunge sitzt hier dem Zwerchfell auf. Das Zwerchfell ist der Hauptatemmuskel. Das Zwerchfell trennt das Abdomen vom Thoraxraum. Rund um die Lunge sehen wir hier diese zarte Schicht, hier im Weiß angedeutet. Das sind eigentlich zwei Blätter, und zwar sind das Rib- und Lungenfell. Heißt auch Pleura. Die Pleura parietalis finden wir zu Körperseite hin, also zu den Rippen, das wäre das Rippfell. Und die Pleura visceralis liegt der Lunge auf, das ist das Lungenfell. Und da dazwischen ist der Pleuralspalt, das ist quasi der Raum, in dem die Lunge sich verschieben und gleiten kann. Durch den Unterdruck im Thorax haftet die Lunge quasi mit den Pleurahälften wie zwei nasse Glasscheiben aneinander und wird hier durch die Thorax Bewegungen auseinandergezogen. Wenn wir uns das hier vorstellen, dass hier das Zwerchfell sich nach unten bewegt, dann wird hier oben der Unterdruck größer, also wir verringern quasi den Unterdruck, und somit werden die Lungen im Thoraxraum aufgespannt. Bei der Expiration sinkt das Zwerchfell wieder nach oben, das ist ein passiver Vorgang. Zwischen den Rippen haben wir noch die Zwischenrippenmuskeln, die uns natürlich auch beim Atmen unterstützen.